So, willkommen zurück. Da seid ihr wieder. Das ist gut, weil dann verpasst ihr auch nichts mehr. Wir wollen nämlich jetzt in dieses Raumschifflein rein. Und dann hier weg. Ich habe jetzt auch echt genug Eis gesehen und Schnee gesehen. Und irgendwie... Was? Ich habe mit meinen Pinguin-Freunden Verstecken gespielt, aber das wurde langweilig. Und jetzt will ich lieber Pirat spielen. Das Problem ist nur, dass sie noch versteckt sind. Könnt ihr meine drei Pinguin-Freunde finden? Sie sind irgendwo am See. Ach so, ist noch eine kleine Nebenquest. Okay. Irgendwo am See. Also hier irgendwo. Look bad. Oh shit, den habe ich gerade gesehen. Ich habe was gehört, aber ich habe es nicht gesehen. Oh nein. Livestream. Ja, stimmt. Livestream. Auf einen treten wir rauf. Loser. Loser. So, richtiger Loser. 3 von 4 besiegt. Der ist auch weg. Ja, guck mal. Das ist ja auch ein Problem, oder? Ja. Und schon ist erledigt. So schnell kann's gehen. Pinguine. Sie sind irgendwo am See. Aha. Das ist eines dieser Schneekugelhäuser, die so gebaut wurden, dass sie bei einem Erdbeben noch schöner aussehen. Ja, die sehen nicht schön aus. Das ist eines dieser Schneekugel. Oh, ach so. Ja, dann machen wir es halt auch noch. Aber die sind... So, nee. Brechen. Das ist doch eigentlich auch nichts gemacht. Hee hee!
1A gesagt? So, wo gibt's denn hier? Na los! Da sind Pinguine. Komm ich hier da oben hoch? Kann man das mal sein? Es gibt überhaupt keine Pingus. Hier vom See. Da oben drauf war zumindest einer schon mal. Ich schaff das. Ja, ja. Das ist Bingo Nummer 1. Verzeihung. Tschüssi! Oh, nicht den N64 Sound. Schade. Ach komm, wir fliegen jetzt einfach. Ich hab keinen Bock mehr auf Schnee und Eis und so. Dann müsste eine neue Welt irgendwie auftauchen, ne? Oder? Ja. Das sieht ja bestimmt schön aus. Wir befinden uns im Landeanflug auf Prima Paletti, bekannt für das warme Orangegelb seiner Laubwälder, sein himmlisches Kürbiskuchengewürz und die erbauliche Dichtkunst. Schon seit Jahren will ich diesen Planeten be-
Oh, Entschuldigung, ich habe weggedrückt. Das tut mir leid. Die Präsenz von Finsterzeitenergie auf diesem Planeten hat die natürliche aktive Synthese von Anthocyan-Pigmenten behindert. Anthocyan-Pigmenten. Und die Baumkronen der Wälder trostlos werden lassen, während seine labyrinthartigen Wälder die Besucher in eine undurchdringliche Dunkelheit hüllen, in der verzauberte Kreaturen lauern und darüber nachsinnen, ob sie helfen oder angreifen sollen. Und Kürbiskuchengewürz wird ohnehin überbewertet. Genie, war das etwa ein Witz? Was gibt es, oh Blatt- und Busenfreund? Von floraler Weisheit habe ich geträumt. Getreues Tier, welch Trost willst du bringen? Uns Arien der Hoffnung singen? Singen! Die Rettung naht. Doch was ist das? Hoffnung naht auf Adlers Schwingen? Genie, was war das denn für ein Landeanflug? Hast du deine Landungsprotokolle optimiert oder hat Rabbit Luigi mal wieder einen Topf auf der Raumgleitersteuerung verschüttet? Mal wieder. Das ist geil. Die holprige Landung wurde durch eine anormale Interferenz verursacht. Allerdings nicht durch Finsterzeit, sondern eher Tragik? Hinfort, Freunde! Hinfort! Das ist T.S. Tristan, Wächter von Prima Paletti und lokal renommierter Amateurdichter, meist im Selbstverlag. Ach, wehe! Wehe! Eine güldene Frisur, jetzt matt und grau und alt. Doch schlimmer als die Tortur ist der Verlust mich kalt. Naja. Oh. Übersetzt heißt das, den Bäumen werden die Anthocyan-Pigmente und Carotinoid-Verbindungen entzogen, die für den Farbwechsel benötigt werden. Ja, macht Sinn. Das ist zweifellos das Werk eines Finsterzeit-Tentakels irgendwo im verwunschenen Wald. Sturmgeläut! Sturmgeläut! Etwas vor dem Tore dreut. Bauern halten, Toten wacht. Das Leben ist Käse. Nacht. An einem anderen Ort, auf dem Dorfplatz, werden die Bewohner von einem zweiten Tentakel terrorisiert und noch etwas wütet dort. Allerdings ist die Brücke, noch die zum etwas? Platz führt, zerstört. Der einzige andere Zugang führt durch einen geheimen Gang unter Tristans Haus. Wie hast du das alles aus ein paar ziemlich deprimierenden Gedichtzeilen herauslesen können? Ja, das wundert mich auch ein bisschen. Eine Analyse von Tristans 7643 Gedichten hat seine Kommunikationsweise und Denkmuster offengelegt. Ich glaube, ich verstehe ihn. Ein von der Finsterzeit besudelter Wald? Ein von der Außenwelt abgeschnittenes und belagertes Dorf? Wir haben wohl keine Zeit, zwischendurch mal eine Apfelmusterei zu besuchen, oder? Apfelmusterei? Ach so, Most. Musterei, verstanden. Okay. Bin ich ohne Kleider. Wir müssen uns hier so ein bisschen umgucken jetzt, wa? Einige Aufgaben haben wir hier. Oder ist ein Seeungeheuer wahrscheinlich? Oder ein Drache? Nehmen wir mal eher auf Seeungeheuer. Wie es ein bisschen benommen da liegt. Ein Raumschiff. Titanic. Ich möchte gerne Titanic.
Okay. Dann schauen wir uns gleich mal um in der nächsten Folge. Ne? In der nächsten Folge, Freunde der Sonne. Macht es gut. Danke fürs Zusehen. Bis dann.